Meine Damen und Herren, eigentlich könnte ich viel dazu sagen, was Herr Buchner jetzt hier von sich gegeben hat, aber das lasse ich mal nur zur Erinnerung, Herr Buchner. Ihr Senat wollte in der letzten Legislaturperiode die Inklusion für Nulltarif durchsetzen, durchpeitschen, und die Frau Scheres war es, die das aufgehalten hat, weil sie gesagt hat, dass es notwendig ist, es auskömmlich zu finanzieren. Und Sie haben als Koalitionäre den Eckwerten oder den Haushaltsplan Ihrer eigenen Senatorin, die für Inklusion entsprechende Mittel vorgesehen hat, diese gestrichen. Und das ist die Tatsache, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man sich dann auch noch beispielsweise Ihre Lehrerbedarfsplanung anschaut, über die wir letztens im Ausschuss geredet haben, stellt man fest, dass für Sie Inklusion bis zum Jahre 2020 gar nicht auf der Tagesordnung ist, weil Sie nichts, kein Wort über Inklusion in dieser Lehrerbedarfsplanung erwähnen und auch gar keine Planung diesbezüglich vornehmen. Daher ist dieser Antrag von Frau Kittler und von den Linken absolut richtig und vom Timing her auch notwendig. Und im Übrigen schließe ich mich Ihren Worten vollumfänglich an. Hier muss was passieren, weil die Unsicherheit in der Stadt bei Eltern von Kindern mit Behinderungen und mit sonderpädagogischem Förderbedarf, genauso bei Eltern, deren Kinder eben keinerlei Behinderung haben, endlich Klarheit geschaffen werden muss in Sachen Inklusion. Dazu sind wir im Übrigen auch gesetzlich verpflichtet, weil wir die UN-Konvention ratifiziert haben. So viel zu dem Antrag. Und wenn der Herr Präsident erlaubt, es ist ja bekannt, dass das meine letzte Rede hier ist, würde ich gerne ein paar Sätze zum Abschluss sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Mitglieder des Senats, das ist meine letzte Rede nach 14 Jahren. Ziemlich genau vor 14 Jahren, Oktober 1999, bin ich damals mit Direktmandat aus Kreuzberg hier in dieses Hohaus gewählt worden. Damals waren wir nur 14 Grüne und 2 mit Direktmandat. Heute schaut die Situation, auch wenn wir noch in der Opposition sind, anders aus. Wir sind 29 und haben 11 Direktmandate, und da können wir noch was ausbauen, ohne Frage. Also Sie können auch 2016 mit meiner Fraktion rechnen. Seit meiner Wahl 1999 ist viel Wasser die Spree heruntergeflossen. Es fahren gute Jahre, meiner Meinung nach, und teilweise auch erfolgreiche, auch wenn ich nur wenige Monate einer Regierungsfraktion angehören durfte, leider. Es waren 14 Jahre mit vielen Tiefen, aber auch manchen Höhen. Ich verrate Ihnen kein Geheimnis, dass ich am meisten darunter gelitten habe, dass hier ritualhaft das Spiel von Opposition und Regierung immer gespielt worden ist, obwohl es manchmal auch viele Dinge gab, die richtigerweise von der Opposition als Thema gesetzt worden ist. Sie haben das, statt das anzunehmen, einfach kopiert und mit einem eigenen Namen wieder eingebracht. Aber sei es drum. Es gab einen Moment, und dann, das werde ich nicht vergessen, da kam einer aus Rheinland-Pfalz, und der hatte dieses Spiel von Opposition und Regierung, zumindest in den Anfangszeiten, für die Schulpolitik nicht so verinnerlicht. Also hat er sich dem Vorschlag der Grünen Fraktion angeschlossen, eine Schulstrukturreform mal zu diskutieren. Und er hat es in der Tat geschafft, die eigene Fraktion und die eigene Koalition davon zu überzeugen, eine Idee der Opposition, in dem Fall der grünen Opposition, aufzugreifen und die größte Berliner Schulstrukturreform seit Beginn der Republik in Angriff zu nehmen. Wir haben es geschafft, alle gemeinsam, die Hauptschulen abzuschaffen. Wir haben das duale Lernen eingeführt und die integrierte Sekundarschule. Manche mögen jetzt zurückblickend oder als sie die momentane Situation der ISS sich anschauen, sagen, vor allem auf dieser Seite des Hauses, da, nicht bei den Piraten, sondern bei der CDU, naja, so doll war ja die ISS scheinbar doch nicht. Ich kann Ihnen sagen, die ISS wird eine Erfolgsstory, aber dafür ist es notwendig, dass Sie, Koalition, SPD und CDU, endlich diese ISS materiell
finanziell und sächlich, personell so ausstatten, dass sie tatsächlich auch diesen Ansatz, der in der Idee richtig ist, zum Erfolg führt und viel mehr Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gibt, auf Abitur, auf höhere Bildung, auf eine gute Ausbildung. Das ist wichtig, das ist Ihre Aufgabe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Das ist meine letzte Rede. Sie werden vermutlich, manche von Ihnen, glaube ich, meine Zwischenrufe vermissen, manche weniger. Aber eines ist sicher, Staatssekretär Rackles wird sich sehr freuen, weil er kann jetzt die Taskforce mutlos kleine Anfragen auflösen und das Personal für andere sinnvolle Zwecke bei sich im Hause einsetzen. Einige Kollegen werden sich freuen, weil jetzt bei dem Wettlauf in puncto spontanen Anfragen einer, der irgendwie sehr schnell war mit dem Finger, nicht mehr da ist. Sei es Ihnen gegönnt. Ich werde es vermissen, diesen Wettlauf mit Ihnen für die spontane Fragestunde, weil es die im Bundestag nicht gibt. Ich blicke zurück. Es waren schöne Jahre. Ich werde Sie definitiv vermissen. Manche von Ihnen mehr, manche weniger. Ich meine damit die Kolleginnen und Kollegen. Ich denke, dass Sie eine sehr große Verantwortung tragen, alle zusammen, das ist Ihnen sicherlich bekannt, für diese Stadt, für die Bundeshauptstadt. Und ich würde mich freuen, wenn ich vom Bundestag hin und wieder mal auch lesen kann, dass hier dieses Spielchen von Opposition und Regierung hin und wieder mal beiseite gelegt wird, um man gemeinsam im Interesse dieser schönen Stadt Berlin Dinge umsetzt, die notwendig sind, weil wir sind ein armes Land. Und ein letzter Satz hinsichtlich dieser Parlamentsreform, die gerade diskutiert wird. Als jemand, der lange diesem Haus angehört hat und der weiß, was das für ein Pensum ist, was wir hier alle leisten müssen, wieder, manche mehr, manche weniger. Wenn Sie schon eine Parlamentsreform machen, Kollegen, und das sage ich auch in Richtung meiner eigenen Fraktion, keine halben Schritte. Machen Sie einen ganzen Schritt. Dieses Haus, das Abgeordnetenhaus, ist längst kein Halbtagsparlament mehr. Ich denke, wir sollten unsere Arbeit selber so wertschätzen, dass wir endlich Schluss machen mit diesem Halbtagsparlament Berlin. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viel Erfolg, eine glückliche Hand für die Geschicke der Stadt Berlin.